Okay, dann mir nochmal hallo und herzlich willkommen zum Workshop FreeCAD für Beginner. Ich habe den Workshop schon mal so gehalten im Netz 39 vor ungefähr einem Monat und wurde gefragt, ob ich das nicht hier nochmal mache. Und da das Ganze ganz gut angekommen ist, habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Die Folien findet ihr auf bastinator.de/FreeCAD. Was ganz praktisch ist, weil die Auflösung von dem Beamer nicht so besonders hoch ist. Und für FreeCAD ist eine hohe Auflösung sehr nützlich. Auch in einigen Bildern in den Folien werdet ihr nicht so viel sehen, wenn die Auflösung zu niedrig ist. Ja, zum Ablauf. Ich erkläre erstmal, wie man mit FreeCAD Dinge designt. Und danach schauen wir uns zwei Beispiele an, in denen wir das selber mal ausprobieren. Als erstes einen Spielwürfel, den wir jetzt so zusammen Step-by-Step designen, zumindest den Anfang. Und danach den creepigen Schneemann, der so aussieht. Wenn ich das eine Kabel nicht abgerissen hätte, dann würden die Augen rot leuchten. Und so als Eingangsfrage, was würdet ihr denn machen, wenn ihr einen Zettel und einen Stift hättet und jemandem erklären müsst, wie ihr euer Teil, das ihr designen wollt, fertigen sollt? Das hängt von den Fertigungsverfahren ab, die ich habe. Die Ansage ist, das hängt von den Verfahren ab, die man hat. Ja, aber so als grobes Vorgehen, was gibt man denn jemandem, um ihm zu beschreiben, wie das Teil aussehen soll? Unabhängig, ja? Eine technische Zeichnung mit Bemaßung ist genau das, was ich auch machen würde. Oder eine Skizze in irgendeiner Form, genau. Und genau das ist, was wir mit FreeCAD machen. Wir legen uns erstmal ein Projekt an, wir erstellen eine Skizze, also eine sehr genaue schematische Darstellung von dem, was wir wollen, die in dem Fall maschinenlesbar ist. Und danach sagen wir, was damit passieren soll, nämlich zum Beispiel können wir es extrudieren, oder Löcher machen, Taschen machen, also im Prinzip Material auftragen oder abtragen. Genau, jetzt so Schritt für Schritt, was mache ich eigentlich, wenn ich ein Teil designen will? Das allererste ist, ich lege ein neues Projekt an. Das habe ich hier schon mal gemacht. Und dann seht ihr die FreeCAD-Oberfläche. Und ganz wichtig, wir reden heute über Part-Design und das ist der erste Tipp, den ich bekommen habe, der mir wahnsinnig viel weitergeholfen hat, mit FreeCAD klarzukommen, nämlich benutzt die Part-Design-Workbench. Das ist auch das Einzige, über das wir heute reden werden oder über das ich heute reden werde. Man kann mit FreeCAD noch wahnsinnig viele andere Dinge machen. Auf die ich überhaupt nicht eingehen werde, weil es ist ein Beginner-Workshop und wir wollen irgendwie einen Teil auf unseren 3D-Drucker bringen. Der nächste Schritt ist, eine Skizze zu erstellen. Das ist eben die technische Zeichnung, zweidimensional, von unserem Bauteil. Und diese Skizze können wir dann eben entsprechend entweder ausformen oder Löcher, Taschen machen. Ja. Wie erstellt man jetzt so eine Skizze? Erstmal fügt man Elemente ein und in eurer Part Design Workbench habt ihr diese Toolbars. Und wenn ihr eine Skizze erstellt habt, wenn ihr eine Skizze erstellt habt und in der richtigen Workbench seid, dann seht ihr eben auch genau diese Toolbars, mit denen ihr zum Beispiel einen Kreis erstellen könnt. Und ihr seht schon, ihr habt einen Kreis, der hat einen Mittelpunkt und jetzt könnt ihr den durch die Gegend schieben oder größer, kleiner machen. Erstmal ist der Kreis relativ unbeschrieben. Genau.
genauso wie ihr einen Kreis erstellen könnt, könnt ihr natürlich auch Kreisbögen, Linien, Linienzüge, Vierecke, alle möglichen anderen Geometrien erstellen. Und nachdem ihr das gemacht habt, kommt die Magie eigentlich, denn wie schon gesagt, eine Skizze mit Bemaßungen. Jetzt wird aus dem Kreis zum Beispiel ein Kreis mit bestimmter Größe oder mit einer bestimmten Position. Und um diese unbestimmte Skizze bestimmt zu machen, braucht ihr Constraints. Zum Beispiel könntet ihr euren Kreis nehmen und könntet sagen, der Radius von meinem Kreis ist 10 mm. Und dann hat euer Kreis einen Radius von 10 mm. Ihr könntet sagen, der Mittelpunkt von meinem Kreis ist der Koordinatenursprung. Und dann habt ihr einen Kreis, der im Koordinatenursprung liegt und jetzt voll bestimmt ist. Es gibt keine freien Parameter, an denen man noch irgendwas ändern könnte. Und genau das ist wahnsinnig wichtig. Denn ihr solltet immer darauf achten, dass eure Skizze voll bestimmt ist. Auch möglichst oft in Zwischenschritten. Das heißt, wenn ihr ein komplexes Bauteil designt und am Ende anfangt, all diese Constraints hinzuzufügen, dann wird es euch passieren, dass ihr irgendwas vergisst und an irgendeiner fiesen Stelle niemals den einen Punkt findet, der falsch ist. Denn wenn ihr zwei Punkte habt, die dicht beieinander sind, dann werdet ihr nicht sehen, dass von euren 50 Punkten irgendwo ein Punkt in Wirklichkeit an zwei Stellen liegt, die ganz dicht beieinander sind. Wenn ihr allerdings in jedem Zwischenschritt dafür sorgt, dass die Skizze bestimmt ist, was euch FreeCAD anzeigt, dann habt ihr es nicht so schwer, diese Probleme zu finden. Was man auch sagen kann, Teile zu eurer Skizze hinzufügen ist einfach. Teile löschen, zum Beispiel aus einem vollen Kreis, ein Kreissegment löschen, das ist schwierig. Das heißt, sucht euch immer Linienzüge aus, die auch am Ende wirklich da sein sollen. Zwischendrin Teile von Linienzügen löschen, sofern es keine einzelnen Linien sind, ist nicht so einfach. Genau, wenn ihr dann fertig seid mit dem Erstellen eurer Skizze, dann geht es darum, eine dreidimensionale Struktur draus zu machen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel meinen Kreis nehmen, könnte sagen, ich bin hier fertig und dann kann ich aus meinem Kreis einen Zylinder machen mit einer bestimmten Höhe. Genauso kann ich auch, wenn ich schon ein fertiges Bauteil habe, ein Loch in einer bestimmten Form in meinen Zylinder reinmachen. Ich kann alle möglichen anderen Dinge machen. Ich kann einen Rotationskörper draus machen, was man sich so vorstellen kann. Ich will euch erstmal dahin bringen, dass ihr eine relativ zweidimensionale Struktur, wie zum Beispiel diesen Schneemann, erstellen könnt. Wie es dann dreidimensionaler in Anführungsstrichen wird, wie zum Beispiel bei diesem PCB-Halter, das könnt ihr euch relativ einfach selbst aneignen. Also ich bin draus. Ja, wir machen gleich nochmal ein ganz kleines Beispiel zum Mitmachen. Wir machen gleich noch ein ganz kleines Beispiel zusammen, wo wir alles das nochmal machen. Also dann kommen wir mit. Bitte sag's vorher, weil das erzeugt einfach Stress und es nervt. Okay, Entschuldigung. Wenn ich mitkomme und irgendwann einfach draußen bin und da stellt sich für mich die Frage, wie lange ich das mitmache. Okay, klare Ansage, wir machen gleich das kleine Beispiel. Ihr braucht jetzt nicht hektisch das machen, was ich hier zeige. Ich will euch nur erstmal zeigen, wie der Ablauf ist, damit ihr am Ende irgendwie eine Ahnung habt, was passiert. Genau, extrudieren. Ihr könnt aus eurem zweidimensionalen Teil ein dreidimensionales machen, indem ihr Dinge hinzufügt. Löcher und Taschen, im Prinzip das Gleiche. Je nachdem, ob ihr durch euer Material durchgeht oder nicht. Wenn ihr eine Fräse hättet, dann ist das, euer Fräser taucht ein,
fährt irgendeine Struktur ab und das, was dabei, das Loch, das dabei übrig bleibt, ist eine Tasche oder eben ein Loch, wenn ihr durchgefräst habt. Was ihr danach noch machen könnt und was ihr auch am besten nicht in eurer Skizze schon macht, ist die Kanten abzurunden zum Beispiel. Ihr könnt die Kanten abrunden, abschrägen, ihr könnt Phasen an Flächen anfügen. Alles das ist beim 3D-Drucken nicht so wahnsinnig wichtig, aber je nachdem, was für ein Bauteil ihr bauen wollt, wollt ihr das vermutlich benutzen. Dann zu den kleinen Beispielen, die wir gleich machen werden. Das erste ist sehr einfach, nämlich ein Spielewürfel. Wir werden auch nicht unbedingt alle Flächen von dem Würfel nachmodellieren, sondern nur zwei, drei. Soll erstmal ein ganz einfaches Beispiel sein, damit ihr merkt, wie der Ablauf ist und die einzelnen Schritte nachvollziehen könnt. Und danach das komplexere Beispiel, dieser Schneemann, bei dem es auch so ein paar didaktische Fallstricke gibt, an denen ihr lernen könnt, was für Probleme auftreten und wie ihr die löst. Für diesen Schneemann und allgemein achtet darauf, dass ihr eure Skizzen immer grün macht, dass sie immer völlig constrained sind. Bei meinem Schneemann ist es so, die Löcher sind für M3-Schrauben, die Knöpfe sollten gleich weit voneinander entfernt sein, ich habe 5 mm LEDs als Augen und eine abgerundete Kante. Und wenn ihr am Ende von dem Workshop seid, dann könnt ihr theoretisch zum 3D-Drucker laufen und euch so einen Schneemann ausdrucken. Was noch zu sagen ist, vorher spart einem wahnsinnig viel Arbeit. Wenn ihr Symmetrien habt, dann solltet ihr die ausnutzen. Wenn ihr übertragbare Geometrien habt, also zum Beispiel was designt, auf denen ihr an verschiedenen Ebenen Löcher habt, die immer wieder gleich sind, dann übertragt die Geometrien von einer Ebene auf die nächste und achtet auch darauf, dass eure Skizzen so angelegt sind, dass ihr das übertragen könnt. Achtet darauf, wenn ihr Rotationskörper habt, wo eure Rotationsachsen in den Skizzen landen. Im Koordinatenursprung macht sich zum Beispiel ganz gut. Überlegt euch vorher, ob ihr Taschen machen wollt oder lieber extrudieren. Überlegt euch, was ihr in eine Skizze packt und für was ihr verschiedene Skizzen anlegen wollt. Ich bin dazu übergegangen, viele Sachen in eine Skizze zu packen. Man kann aber auch einen Ansatz wählen, dass man funktionale Gruppen in einzelne Skizzen packt. Das heißt, ihr packt die Bohrlöcher, mit der ihr irgendwelche Schrauben festmacht, in eine Skizze. Ihr packt die Außenkontur in eine Skizze. Ihr packt andere Bohrlöcher, mit denen ihr irgendwas anderes festschrauben wollt, in eine andere Skizze. Es ist Geschmackssache, aber später, wenn ihr mehr mit FreeCAD arbeitet, werdet ihr einfach sehen, wie ihr das machen wollt. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken, was man in welche Skizze packt. Und das Trim-Feature, ich habe schon mal gesagt, von festen Strukturen was wegnehmen, kann man mit FreeCAD machen, aber es funktioniert nicht so gut. So, wo könnt ihr weitermachen und euch Dinge anlesen, die ihr jetzt nehmt? Das FreeCAD-Wiki ist hervorragend geeignet aufzubauen, insbesondere das Part-Design-Tutorial. Da geht es hauptsächlich um das, was ich euch jetzt nicht zeige, also ich zeige euch jetzt hauptsächlich, wie ihr Skizzen bauen könnt. In diesem Part-Design-Tutorial geht es darum, wie ihr verschiedene Skizzen an einem Körper benutzen könnt. Und natürlich gibt es allgemeine Dokumentation für FreeCAD. So, damit kommen wir jetzt eigentlich schon zum praktischen Teil. Und ich sehe, viele von euch haben eine Maus mitgebracht und das ist ziemlich wertvoll bei FreeCAD. Wenn man Zugriff hat zu einer 3-Tasten-Maus mit Scrollrad, ist das Gold wert, weil die Navigation in der dreidimensionalen mit einer Maus viel besser funktioniert.
Gut. Dann fangen wir jetzt einfach mal an mit dem Beispiel zum Step-by-Step mitmachen. Und zwar stellt euch vor, es ist irgendwie Spieleabend im Hackerspace. Ihr wollt Munchkin spielen und braucht noch einen Würfel, um eure Level mitzuzählen. Habt aber gerade nicht den richtigen Würfel parat, aber in der Ecke steht noch so ein 3D-Drucker. Ist uns tatsächlich schon passiert, hat gut funktioniert. Aber erstmal braucht ihr natürlich ein Modell für euren Würfel, und wenn ihr nicht zu Thingiverse gehen wollt und ein fertiges Modell gehen wollt, dann müsst ihr irgendwie dieses Modell erstellen. So, und wie schon gesagt, wenn wir mit FreeCAD arbeiten, das allererste ist, ich lege ein neues Projekt an. Ich lösche mal das alte. Oder dann lösche ich es halt nicht. Und das allererste, was ihr macht, wenn ihr nicht schon in der Part Design Workbench seid, ihr wählt die Part Design Workbench aus und erstellt eine Skizze. Zum Beispiel in der XY-Ebene. Wenn ihr einen 3D-Drucker habt, ist das meistens wahrscheinlich die Ebene, die auf dem Druckbett liegt, das heißt die, die ihr benutzt. Ja, und wir wollen einen Würfel erstellen. Gut, dann macht das erstmal so weit, dass ihr bis zu der Stelle jetzt kommt, dass ihr eure Skizze offen habt. So, wie läuft's? Ich werde aus einigen Ecken erwartungsvoll angeschaut. Braucht noch jemand eine Weile? Okay, wenn niemand mehr eine Weile braucht. Ja, wir wollen einen Würfel bauen. Das heißt, das erste, was wir brauchen, ist ein Viereck. Und ihr seht schon, ein paar von diesen Constraints sind automatisch gesetzt. Das Viereck hat zum Beispiel Seiten, die parallel sind zu euren Koordinatenachsen. Und das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist zu sagen, wo diese vier Punkte landen sollen. Denn ihr könnt die alle noch verschieben. Ein Viereck könnt ihr erstellen mit diesem Viereck erstellen Button. Ich weiß nicht, was du für 3D-Buttons meinst. Ah, dann hast du. Okay. Es gibt verschiedene Toolbars. Bei dir sieht es vermutlich gerade so aus. Die hier. Ah, die Gitterwürfel. Die kriegt man unter View, ja. Ist das eine Geometrie oder ein Sketch? Dazu View, Toolbars, und ich habe gerade alle angeschaltet. Dann solltest du es irgendwo sehen. Die kann man auch umordnen. Also, ihr seht das ja hier. Okay, gut. Genau. So. Genau. Und solange wir in der Skizze arbeiten, sind zwei Toolbars wichtig. Einmal die, die wir gerade benutzt haben, um dieses Viereck zu erstellen. Und die zweite sehen wir gehighlightet, sobald wir irgendeinen Punkt oder eine Linie anklicken. Die ist nämlich dazu da, die Constraints festzulegen. Zum Beispiel kann ich den Punkt links oben anklicken und sagen, der vertikale Abstand vom Koordinatenursprung soll 10 mm betragen. Also ich glaube, das ist sinnvoll, wenn du dann nochmal genau sagst, hier
wo du klickst. Genau, ich klicke zuerst mal einen Punkt an und dann wähle ich ein bestimmtes Constraint, zum Beispiel die vertikale Distanz zwischen Punkten. Wenn die Toolbar irgendwie so halb hinter irgendeinem Dreieck versteckt, dann zieht sie am besten irgendwo anders hin, damit ihr die Punkte alle seht. Denn das ist ziemlich nervig, wenn ihr jedes Mal auf das Dreieck klicken müsst. Toolbars verschieben geht mit diesen Anfassern am Rand. Jetzt? Gut. Gut. Ansicht. Ihr könnt mit den Nummerntasten was eigentlich
Und ich habe jetzt mal mit Absicht einen Fehler gemacht, damit ihr den schon mal kennenlernt. Wenn ich mal ganz kurz fragen darf, du klickst einen Punkt und sagst vertikalen Abstand. Ist da irgendwas implizit? Ich habe normalerweise musst du einen zweiten Punkt oder. Okay, das hat man einfach nicht gesehen gerade. Ich habe den Punkt hier rechts oben angeklickt und den Koordinatenursprung. Zwei Punkte. Man braucht dafür immer zwei Punkte. Der Koordinatenursprung ist im Zweifel implizit. Okay. Genau. Also ich habe ihn nie angeklickt. Okay. Ja, bei mir sagt er immer, er braucht einen zweiten Punkt. Also genau. Okay. Man kann solche Sachen unter Umständen auch umstellen. Oder es liegt an der neueren Version. Genau. Der Fehler, den ich gerade mit Absicht gemacht habe, ich habe einen zweiten Punkt ausgewählt und den vertikalen Abstand festgelegt. Und die Linie dazwischen soll parallel zu der Koordinatenachse sein. Und damit habe ich ein Constraint quasi doppelt festgelegt. Ich könnte jetzt auch dieses Constraint ändern und hier irgendeinen anderen Abstand eintragen. Dann sagt mir Fricard, das funktioniert nicht, weil sich verschiedene Constraints widersprechen. Es funktioniert nicht, dass die beiden Punkte einen verschiedenen Abstand zu der X-Achse haben, aber gleichzeitig die Verbindungslinie dazwischen parallel zur X-Achse ist. Das mit der Parallelität hast du aber nicht explizit angegeben. Das habe ich nicht explizit angelegt. Dieses ist bei dem Quadrat mit passiert. Ich kann. Bitte, können Sie mal die E in meinem Telefon ausschalten, statt leider auf dem Mikrofonanlage ein bisschen. Ist es vielleicht mein Telefon? Ja, doch, es sind eigentlich diese zwei, drei Medien, die dafür reserviert sind, aber es ist trotzdem irgendwas, was alle Empfänger zerstört. Okay, genau. Ich habe ein paar, genau, das ist egal, es geht um 800 Zentimeter. So. Gut. Wenn das passiert, dass ihr einen Constraint doppelt angegeben habt, sagt euch Fricard auch, wie ihr den Fehler beheben könnt. Da steht dann zum Beispiel, please remove the following redundant constraint, Nummer 11. Dann wählt ihr Constraint 11, löscht das und eure Skizze ist wieder ohne doppelte Constraints. Wenn ihr jetzt gemerkt habt, oh, der vertikale Abstand von diesem Punkt war schon festgelegt, ich lege mal den horizontalen Abstand fest, auch auf 10 mm zum Koordinatenursprung. Dann habt ihr noch einen Punkt fertig festgelegt. Der vertikale Abstand war ja schon festgelegt, der horizontale ist jetzt auch festgelegt. Damit ist dieser zweite Punkt hier oben jetzt auch fest. Es gibt dabei auch viele Wege, die nach Rom führen, um jetzt dafür zu sorgen, dass die komplette Skizze vollständig bestimmt ist. Darf ich kurz? Sehe ich das richtig, dass ich nicht zwei Geraden machen kann, die parallel sind und sage, ihre Abstand soll so und so betragen? Das geht nicht, das ist richtig. Du kannst zwei Geraden, du kannst nicht zwei Geraden machen, die parallel sind und einen Abstand festlegen. Du kannst aber auf diesen Geraden Punkte anlegen, sagen, dass die Verbindungsstrecke rechtwinklig ist zu den beiden Geraden und dann einen Abstand festlegen. Das ist zwar sehr umständlich, ist aber maschinenlesbar. Vielleicht kommt es ja irgendwann noch. Ich hätte noch eine Verständnisfrage. Ja. Also das läuft ja jetzt so weiter, dass du alle 4 Punkte. Genau, es läuft jetzt so weiter, dass ich alle 4 Punkte gäbe festlege. Es auch die Möglichkeit, was du gerade als Fehler beschrieben hast, zu sagen, ich mache das Spiel mit der Parallele zum Die Frage ist, ob ich Parallelen zum Koordinatensystem festlegen kann und dann nur zwei Punkte festlege. Ich weiß jetzt nicht genau, was für ein Set von Constraints du meinst. Es gibt da immer wahnsinnig viele Wege, die zum... Und du sagst, für die Seiten... Constraint parallel zum Koordinatensystem, also zur X oder zur Y. Die Constraints sind schon da, automatisch angelegt. Man kann auch genau. Den Abstand der Linie zum Punkt angeben. Die Frage ist, ob es reicht, wenn ich einen Punkt, die Frage ist, ob es reicht, wenn ich einen Punkt festlege und dann die Seiten parallel und parallel zum Koordinatensystem mache. Ja, also mathematisch reicht es, wenn ich zwei Punkte festlege.
Mathematisch reicht das noch nicht, denn genau das, fehlt noch. Man könnte noch sagen, dass es symmetrisch sein soll zum Nullpunkt. Zum Beispiel, dass dieser Punkt und dieser Punkt, die beiden diagonal gegenüberliegenden Punkte, punktsymmetrisch sein sollen zum Koordinatenursprung mit dem Symmetrie-Constraint. Was jetzt nicht funktioniert hat. Wird noch symmetrischer. Genau. Man stellt sich da auch relativ oft vor, dass es schon reicht und stellt dann, wenn der Solver noch irgendeine Parameter gefunden hat, an dem man drehen kann, fest, ja, ich habe doch noch irgendwas vergessen. Passiert meistens. Wenn ihr die Stelle sucht, an der noch ein Constraint fehlt, solange das nicht zu komplex ist, könnt ihr euch einen Punkt suchen und versuchen, den zu verschieben. Wenn ihr das nicht könnt, dann kann es sein, dass ihr einfach trotzdem irgendwas übersehen habt und der Solver nicht mehr hinterherkommt, der dieses Gleichungssystem lösen muss. Aber wenn ihr einen Punkt findet, den ihr verschieben könnt, dann fehlt noch irgendein Constraint, um den an der Stelle zu halten. Wofür sind diese vier Constraints, die man am Anfang hat, eigentlich da? Diese Constraints, die automatisch erstellt werden, sorgen dafür, dass die Linien parallel zu den Koordinatenachsen sind. Ach, das sind die da oben, da dieses Gleichheitszeichen. Nochmal kurz, ich gehe am besten nochmal kurz alle Constraints durch, da es dazu gerade Fragen gibt. Das linke Constraint bedeutet, dass zwei Punkte übereinstimmen. Das heißt, ihr habt zwei Punkte, klickt ihr an, klickt dieses Constraint an, danach habt ihr zwei Punkte, die auf mathematisch demselben Punkt liegen. Dafür müsst ihr auch keinen Wert oder so angeben, denn zwei Punkte liegen auf demselben Punkt, braucht keinen Wert. Dann könnt ihr sagen, ein Punkt soll auf einer Linie liegen oder einem Kreisbogen. Das ist dieses zweite Constraint. Ihr könnt sagen, dass eine Linie parallel zu den Koordinatenachsen sein soll. Das sind die nächsten beiden Constraints. Es gibt Parallelität zwischen zwei Linien, Rechtwinkligkeit zwischen zwei Linien. Es gibt einen Tangenten-Constraint, das heißt, ein Kreisbogen und ein anderer Kreisbogen oder ein Kreisbogen und eine Linie sollen sich tangential berühren in dem Punkt. Es gibt Gleichheit, das heißt zum Beispiel zwei Linien sind gleich lang oder zwei Kreise haben den gleichen Radius. Es gibt Symmetrie, Punktsymmetrie zwischen zwei Punkten und einem Punkt oder Axialsymmetrie, also zwei Punkte und eine Symmetrieachse. Ja, eine Frage? Die Gleichheit von zwei Linien, sind die gleich lang oder sind die, liegen die auf einer Linie? Und Gleichheit von zwei Linien bedeutet, sie sind gleich lang. Gleiche Länge. Ich habe das auch bis jetzt eigentlich nur bei Kreisen benutzt, dieses Constraint. Wenn ihr mehrere drei Bohrlöcher habt, dann sagt ihr, all diese Löcher haben den gleichen Radius. Legt für 1 fest den richtigen Radius für M3. Wenn ihr danach euch überlegt, ich will doch M4-Schrauben benutzen, ändert ihr an der einen Stelle den Radius auf den richtigen Radius für M4 und dann ändert ihr damit alle Löcher. Symmetrie geht auch mit anderen Elementen als nur mit Punkten? Zwei Linien sind symmetrisch als eine Achse? Oder zwei Kreise symmetrisch als eine Achse? Die Frage ist, ob Symmetrie auch mit anderen Elementen als Punkten funktioniert. Erstmal nicht. Aber man kann natürlich sagen, damit, dass ein Punkt symmetrisch ist zu einer Achse und einem anderen Punkt und das gleiche mit noch einem Punkt macht, dann ist die Linie auch symmetrisch. Das ist noch relativ viel Klickarbeit. Da hinkt FreeCAD hinter den kommerziellen Tools, die irgendwie fünfstellige Beträge kosten, definitiv hinterher. Aber FreeCAD ist freie Software und damit irgendwie dieses Tool meiner Wahl.
Genau, das nächste Constraint. Wir können einen Punkt fixieren. Das ist zum Beispiel dann nützlich, wenn wir irgendwie ein SVG mit einem Bild oder so importieren und das festnageln wollen und sagen, das Bild verändert bitte niemand mehr. Man kann horizontale und vertikale Abstände festlegen, wie wir es hier schon benutzt haben. Man kann eine Länge einer Linie festlegen. Wenn ich zum Beispiel sagen will, diese Linie hier hat die Länge. Diese Linie hier hat die Länge 20 mm. Dann hat die Linie die Länge 20 mm. Mehr ist das nicht. Ich kann auch irgendeine Linie nehmen, die irgendwo quer durch den Raum geht und der eine feste Länge geben. So. Und das letzte Constraint, die letzten beiden Constraints, ihr könnt einem Kreis einen Radius geben, ihr könnt auch einem Kreis Bogen einen Radius geben und ihr könnt den Winkel zwischen zwei Linien festlegen. Das ist ein Constraint Kollinearität. Zwei Linien sind kollinear. Also eine Linie geht gerade, dann kommt nichts, dann kommt die andere Linie und sie ist schon Fortsetzung der ersten. Entlang des Strahls. Die Kollinearität. Parallel mit Abstand 0. Parallel mit Abstand 0, genau. Man kann jetzt hin und her argumentieren, dass das zu wenige Constraints sind. Das reicht aus, um die Dinge zu bauen, die ich bisher gebaut habe. Und mehr Constraints würden es angenehmer machen, die Skizze zu bauen. Ich behaupte mal, wenn ihr euch hinsetzt und das implementiert, dann freuen sich die FreeCAD-Entwickler über die Contribution. Die Kollinearität steht ja das zweite Constraints. Genau. So, hat jetzt jeder ein grünes Viereck mit dem Koordinatenursprung in der Mitte? Ich habe mal eine Frage, was jetzt mit dem Kreuz, was wir jetzt haben, Punktspiegelung, gibt es da eine bestimmte Reihenfolge, in der man die Punkte auswählen muss? Okay, die Frage ist, wie die Punkt- oder die, das punktsymmetrische Constraint funktioniert. Ja, dafür gibt es eine, oder ob es eine bestimmte Reihenfolge gibt, wie man die Punkte auswählen muss. Ja, gibt es. Man wählt erst die beiden Punkte aus, die symmetrisch sein sollen, und dann den Symmetriepunkt in der Mitte. Das muss man so machen. Dann sind die falschen. Wenn man das falsch macht, sind die falschen Punkte punktsymmetrisch. Und sie wandern irgendwo hin. Welcher der beiden selektierten Punkte wird dann verschoben? Wird der erste oder der zweite selektierte Punkt verschoben, um zu passen? Die Frage ist, welche Punkte werden verschoben? Das ist schwer zu beantworten. Die Punkte werden halt so verschoben, wie sie verschiebbar sind. Wenn der eine schon fest ist und der andere noch nicht, wird der andere verschoben. Wenn beide verschiebbar sind, kann es passieren, es bewegen sich beide, was der Solver auch immer für sinnvoll hält. So, gibt es erstmal noch Probleme, weil das Viereck nicht grün oder kein Viereck oder... Weil es schöner grün. Oh, weil es kein Viereck. Doch, Viereck schon, aber kein Verdacht. Ja, ein konkretes Problem. Wenn noch irgendwelche Constraints fehlen, versucht mal die Punkte durch die Gegend zu bewegen, was sehr häufig passiert. Ist, dass ihr zwei Punkte habt, die nicht aufeinander liegen. Ich lösche dafür mal kurz was.
Ihr habt dann quasi sowas, wo ihr nicht seht, dass die beiden Punkte nicht als einen Punkt gespeichert sind, sondern als zwei verschiedene Punkte. Bekommt ihr mit, wenn ihr die Punkte oder die Linien anfasst und bewegt. Und ihr könnt es beheben, indem ihr die beiden Punkte auswählt und sagt, diese beiden Punkte sind eigentlich ein Punkt. Ja, andere Frage? Die Frage ist, wie man Constraints wieder löschen kann. Ihr habt eine Liste mit Constraints. Ihr könnt entweder eins in dieser Liste auswählen und entfernen klicken. Oder ihr habt in eurer Skizze Symbole für die einzelnen Constraints. Also zum Beispiel diese Bemaßung mit dem Abstand. Wenn ihr das Constraint wieder löschen wollt, dann auswählen und entfernen. So, nächste Frage. Also man kann ja auf verschiedenen Wegen jetzt verschiedenen Constraints zu dem Parat kommen. Kann man das irgendwie umwandeln, ineinander Sets von Constraints? Die Frage ist, es gibt immer verschiedene Wege, die zum Ziel führen mit den Constraints. Oder ich behaupte mal nicht immer, aber fast immer garantiert. Ob es irgendeine Variante gibt, das ineinander zu überführen? Nein, in FreeCAD so nicht. Es ist auch unfassbar komplex, so ein Gleichungssystem umzustellen, selbst wenn man das nur von der mathematischen Ebene her betrachtet, wie alles, was hier eigentlich passiert. Deswegen ist es auch relativ wichtig, dass ihr euch darüber Gedanken macht, was für Constraints ihr benutzt, um welches Ziel zu erreichen. Das Ganze ist zu einem großen Teil Erfahrungssache, vor allem für mich, weil ich relativ autodidaktisch daran gegangen bin. Wenn ihr irgendeine Ausbildung zum CAD-Designer macht, dann werdet ihr sicherlich wahnsinnig viele Regeln kennenlernen. Macht das und das nicht, macht das und das. Ich behaupte mal, wenn ihr FreeCAD häufiger benutzt und dann das dritte oder vierte Modell erstellt, dann überlegt ihr euch, ja, nee, so wie ich das letzte Mal gemacht habe, dass ich da allen Kreisen einen festen Radius gegeben habe und jetzt alle nochmal ändern muss, weil ich meine andere Schrauben benutzen will, war blöd. Ich sage jetzt, die Kreise sollen gleich groß sein und bemaße nur noch einen. Ihr werdet das lernen mit der Zeit. Ja? Ich habe jetzt den Mittelpunkt von Linien nicht als Anfasser gesehen. Muss ich mir den selber irgendwie konstruieren oder gibt es da eine einfache Methode? Es gibt so von Haus aus keinen Mittelpunkt für zwei Linien. Was funktioniert ist, wenn ihr vorher wisst, dass ihr das haben wollt, dann könnt ihr zwei einzelne Linien anlegen, die zum Beispiel parallel sind und sich diesen einen Punkt teilen. Und gleich lang sind. Also man konstruiert es sich irgendwie. Aber es gibt so nicht den Mittelpunkt der Linie. Ich hoffe, das kommt in einer der nächsten Versionen, denn das ist sehr nützlich. Ja. Gut. Dann haben jetzt alle ihr kleines grünes Viereck. Gut. Dann sind wir damit fertig und machen aus unserem kleinen grünen Viereck einen Würfel, in dem wir das Pad-Feature benutzen. Drehen. Ihr könnt verschiedene Navigationsstile auswählen. Wer schon mit Blender gearbeitet hat und weiß, wie er damit zurechtkommt, dem würde ich empfehlen, das mit Blender-Navigation zu machen. Die Variante, die ich immer benutze, ist CAD-Navigation. Und ihr braucht, um Sachen zu verschieben und zu drehen, eigentlich immer zwei Tasten. Das ist die mittlere Maustaste oder Klick aufs Mausrad.
und die rechte Maustaste gleichzeitig. Das ist quasi genau vertauscht bei Blender und C-Navigation. Bei CAD mit Navigation ist es so, mit der mittleren Maustaste könnt ihr verschieben. Wenn ihr die rechte Maustaste dazu klickt, könnt ihr es drehen. So. Wie kommt man aus der Skizze raus? Aus der Skizze raus kommt ihr, indem ihr den Close-Button drückt. Der könnte bei euch in diesem Menü hier links versteckt sein. Ihr müsst da hochscrollen. Ach, danke, das Menü scrollt im Menü. Ja. So. Zu dem Würfel kommt man, indem man dieses Tool benutzt. Mit den Tools aus dieser Toolbar macht ihr aus Features aus einer Skizze dreidimensionale Features. Erstmal mit den ersten vier. Das heißt, damit könnt ihr Material auftragen an den Stellen, wo eure Skizze ist. Damit könnt ihr Material. Das geht in der normalen der Skizzenebene erstmal. Damit könnt ihr Material abtragen. Damit könnt ihr Rotationskörper erstellen. Damit Rotationskörper wegnehmen quasi. Also Sachen abdrehen quasi, wenn man in Fertigung denkt. Mit den nächsten drei Tools könnt ihr Einfluss nehmen auf die Kanten. Also ihr könntet zum Beispiel diese Kante abrunden. Ich mache es mal ein bisschen extremer, damit es jetzt sieht. Dann habt ihr so eine runde Kante. Die 3D oder in der 3D-Ansicht siehst du das Teil von nicht mehr genau von oben, wenn du es drehst. Wenn du keine Maus hast, probier mal die 0 zu drücken. Damit kommst du zum Beispiel in diese Projektion von schräg oben. Und drehen mit verschiedenen Tasten. Hey. Wer einen Mac hat, hat noch ganz andere Probleme. Wenn ihr jetzt nur ein Touchpad habt, schaut mal ins FreeCAD-Wiki. Dort gibt es die Navigation-Styles erklärt und da gibt es eine Tabelle, wie ihr mit welcher Maustaste drehen, schieben, hin und her könnt. Es gibt auch irgendeinen Navigationsstil, ich weiß jetzt nicht welchen, wo ihr mit den Shift- und Steuerungstasten drehen könnt. Dann braucht ihr keine dritte Maustaste, wenn ihr die nicht in eurem Touchpad habt. Aber ich empfehle euch, wenn ihr später mit CAD-Software irgendeiner Art arbeiten wollt, benutzt eine Maus mit drei Tasten und einem Scrollrad. Das macht es viel angenehmer. So. Was es noch zu sagen gibt zu, wir machen aus unserer Skizze einen Würfel. Ihr könnt verschiedene Optionen angeben, zum Beispiel Symmetric to Plane. Und damit könnt ihr oben und unten Material auftragen. Das heißt, ihr habt eure Skizze und macht oben und unten Material dazu. Das heißt, wenn ihr das jetzt macht, ist euer Koordinatenursprung immer noch in der Mitte vom Würfel, nicht auf der Oberseite oder auf der Unterseite. Dass ich es nicht gemacht habe, macht das nachträglich. Nachträglich kannst du das Ganze editieren. Entweder indem du es doppelklickst, auf Pad, genau.
dann kannst du da die Parameter ändern. Du kannst auch hier unten in diesen Optionsfeldern unter Data all diese Angaben ändern. Da kannst du zum Beispiel die Dicke ändern. Mal schauen, funktioniert da auch. Hier gibt es Möglichkeit, Parameter Namen zu geben, sodass man die Extrusion genauso lang macht wie die Kantenlänge vorher. Es gibt die Möglichkeit, Parameter zu benutzen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie, weil ich es nie gemacht habe. Wenn ihr mehr mit FreeCAD arbeiten wollt und irgendwann immer mehr mit FreeCAD arbeitet, gibt es auch Parameter da, Python zu skripten und dann ziemlich abgefahren Parameter zu ändern. Ich habe mir Beispiele dafür angeschaut, aber ich könnte es euch jetzt nicht vermitteln. Zumal ich erstmal irgendwie die Grundlagen rüberbringen will. Denn die Einstiegshürde ist relativ hoch. Darauf aufbauen und dann selber irgendwie weiterkommen, geht ganz gut, finde ich zumindest. Ja. Gibt es jetzt da irgendwie eine Möglichkeit, die Ebenen einzublenden? Also die Ebenen, die entweder symmetrisch ist oder andere Ebenen? Also ich kenne das schon anders, ob man irgendwie auf einer Oberfläche eine Ebene drauf hat. Die Frage ist, ob man verschiedene Ebenen einblenden kann. Was auf jeden Fall immer geht, ist, die Skizzen zu öffnen. Dann seht ihr als Gitternetz die Skizzenlinien eingeblendet. Die Farbgebung ist jetzt bei mir blöd, weil es vor dem Hintergrund nicht so richtig sieht. Wahrscheinlich am Beamer noch weniger als bei mir auf dem Bildschirm. Auf dem Beamer tatsächlich mehr als bei mir auf dem Bildschirm. Damit seht ihr zumindest mal die Ebene, auf der die Skizze liegt. Bei mir liegt es in der Mitte, die Skizzenebene. Bei mir liegt es unten. Das kannst du beim Umschalten benutzen, dieses. Genau. Die Ebene könnt ihr verschieben, indem ihr entweder den Symmetric to Plane Haken setzt, damit wandert die Ebene in die Mitte eurer Extrusion. Wenn ihr das Ganze reversed macht, wird es statt nach oben nach unten extrudiert. Ihr habt zum Beispiel auch die Möglichkeit, zwei Dimensionen anzugeben, in eine Richtung mit einem Abstand und in die andere mit einem anderen Abstand zu extrudieren, aber eigentlich brauchen wir das jetzt erstmal nicht. Gut. Mach einfach mal weiter. Der nächste Schritt ist, die Augen auf den Würfel raufzubekommen. Im ersten Fall ganz einfach. Ihr klickt eine Seite eures Würfels an und erstellt eine neue Skizze. Wenn man den Würfel gemacht hat, kann es sein, dass er dann irgendwie wieder verschwindet, weil man nicht gespeichert hat, dass man irgendwie oder wie einfach in die Perspektive falsch ist? Es kann sein, euer Würfel verschwindet. Das kann mehrere Gründe haben. Entweder er ist irgendwo außerhalb eures Sichtfelds. Das ist auch gar nicht so leicht, den dann wiederzufinden. Es kann auch passieren, dass ihr ihn zum Beispiel einfach ausgeblendet habt. Das wird später, wenn ihr mehr Stücken daran designt, immer wichtiger. Wenn ihr in dieser Liste einen Teil auswählt, könnt ihr es mit der Leertaste ausblenden. Ist sehr praktisch, wenn ihr irgendwo in der Mitte von eurem Körper seid und da Sachen rein editieren wollt, dann blendet ihr den Rest aus und seht eure Skizze, genauso wie ihr die erste Skizze gesehen habt. Dann lassen wir das doch einfach mal ausgeblendet und schauen uns unsere Skizze an. Die Ansage ist gerade, man kann auch einfach. Also wenn du jetzt den mal rausschiebst, ins Feld rein, ins Fit Ohr. Das oberste Fit Ohr. Die Ansage ist gerade, man kann auch ganz einfach alles wieder ins Sichtfeld holen. Wusste ich noch gar nicht. Gut.
wir schauen, oder ich blende das jetzt mal wieder aus, weil ich es gewohnt bin, mit ausgeblendeten Dingen zu arbeiten. Jetzt wollen wir unser erstes Würfelauge auf den Würfel raufbringen. Dafür machen wir einen Kreis, packen den auf den Koordinatenursprung. Nochmal ganz kurz, wie man jetzt eine neue Skizze auf diese, also man wählt die Fläche aus und dann sagt man einfach, Die Frage nochmal, wie erstellt man eine Skizze auf der Fläche vom Würfel? Man kann einzelne Flächen auswählen, zum Beispiel die Oberseite, die Seite, die Seite. Man kann jede Seite auswählen. Am einfachsten ist es, die Seite auszuwählen und auf den neue Skizze erstellen Button klicken, dann ist die direkt da dran. Was man auch machen kann, ist eine neue Skizze erstellen, die in der richtigen Ebene liegt. Eine Oberfläche auszuwählen und dann diese Skizze da zuzuordnen mit dem Map a Sketch to a Face Button. Es gibt auch so ein offizielles Tutorial und zum Teil funktioniert das irgendwie nicht so richtig. Habe ich ziemlich verzweifelt. Gut. So, ich blende das wieder aus, was mir denn besser gefällt. Zurück zu unserem ersten Würfelauge. Die 1 soll in der Mitte vom Würfel sein. Ich lege jetzt mal diktatorisch fest, dass das Würfelauge einen Radius von 0,5 mm hat. Und damit ist das Ganze schon fully constrained. Und jetzt könnt ihr diese Skizze dazu benutzen, ein Loch zu erstellen, beziehungsweise eine Tasche. Zu schnell, wo hast du drauf gedrückt, um das Loch zu vergessen? Sind alle so weit, dass sie die Skizze für dieses erste Auge haben erstmal? Ich habe den Radius vom Kreis noch nicht gefunden. Der Radius vom Kreis. Ihr klickt den Kreis an und dann das zweite vom rechts. Man wählt den Kreisbogen aus und legt den Radius fest, genau. Und wie? Warum ist meiner nicht mehr Menschen? Weil ich den Mittelpunkt und den Punkt gleich setzen. Ach, wenn der Kreis auch ausgewählt, dann könnte ich Kreisbogen auswählen. Dann wird die Fläche noch ausblenden. Wenn der Kreis irgendwo hinter einem Objekt ist, dann wählt man am besten das Objekt aus und drückt die Leertaste, um es auszublenden. Dann sieht man nur noch den Kreis auf der Skizze. Ich habe noch eine Frage. Dieser zweite Sketch 001, der wurde erzeugt, als man da aus der Fläche einen Würfel gemacht hat. Wurde der automatisch erzeugt? Diese Preview. Das erste, was wir gemacht haben, ist, dieses Sketch zu schreiben. Sketch. Ich benenne das mal, was man sowieso machen sollte. Das ist wie Variablennamen, das ist total praktisch. Grundfläche zum Beispiel. Danach haben wir, jetzt ist es ausgeblendet, danach haben wir daraus den Würfel gemacht. Damit haben wir jetzt diese beiden Dinge gesehen. Den Würfel und zugeordnet die Skizze. Wenn wir jetzt eine neue Skizze anlegen, dann sehen wir in unserer Treeview erstmal eine neue Skizze, die noch nirgendwo dranhängt. Obwohl sie eigentlich schon dieser Fläche zugeordnet ist. Das ist, obwohl ich die dann erzeugt habe eigentlich. Deswegen wollte ich wissen, wobei das gekommen erzeugt wurde, dieses Sketch 001. Und dieses Sketch 001 hast du wahrscheinlich erzeugt, als du die Fläche ausgewählt hast und dann neue Skizze erzeugen.
Wenn sie aus dem Nichts gekommen ist, dann ist das ein Fnord. Ein klassischer. Ich behaupte, du hast dir irgendwann ein neues Skizze erzeugt, ohne dass du das gewollt hast. Vielleicht konnte Frikat auch einfach deine Gedanken lesen. Ich vermute nicht. Ich habe da andere Erfahrungen gemacht. So. So, jetzt wollen wir unseren Kreis in die Mitte packen. Den Kreis bekommt man in die Mitte, indem man den Punkt auswählt und den Mittelpunkt auswählt und dann sagt, dass diese Punkte identisch sind. Strom könntest du hierher bekommen. Kann ich auch die Fläche, auf die ich konstruiere, oder auch welche anderen Elemente in meine Skizze projizieren, um da dann anzuwenden? Ja, zum Beispiel, wenn jetzt nicht kommt gleich. Kommt der Mittelpunkt der Fläche und die ist von der Seite. Okay, die Frage ist, ob man sich auch auf irgendwelche Dinge beziehen kann, die es schon aus der externen Geometrie gibt. Kommt gleich bei den nächsten Punkten. Ja, kann man. Genau, wenn wir dann unseren Kreis haben im Mittelpunkt, wählen wir unsere Skizze aus und diesmal nicht das Aufpolstern, wie es in der deutschen Version heißt, sondern eine Tasche erstellen. Und wir können die Tiefe für eine Tasche angeben, zum Beispiel 1 mm. Und dann ist da unser Würfelauge unser erstes. Wenn das Menü nicht bunt wird, wenn dieses Menü hier nicht bunt wird. Also ich habe meinen Kreis angeklickt und dann ist die Skizze. Wenn dieses Menü hier oben nicht sichtbar wird, dann ist FreeCAD noch in dem Modus, in dem du die Skizze editierst. Du musst die Skizze schließen und kannst dann die dreidimensionalen Beeinflussungsdinge machen. Unser Pocket ist immer zylindrisch reingebohrt quasi. Genau, die Tasche ist wie eine Ausfräsung. Das heißt, in der Skizzennormale machst du ein Loch mit der richtigen Form in der Tiefe, die du angibst. Ja. Die Frage ist, ob man auch andere Formen ausschneiden kann. Was man machen kann, ist zum Beispiel Rotationskörper oder so erstellen. Was man machen würde, um das Auge zu machen, was halt unten rund ist, man macht das erstmal so, wählt dann diese Innenkante aus, was man hier sehr schlecht sehen kann, aber hier innen muss ich die Linie auswählen und kann die Linie abrunden. Kannst du nicht auch die Fläche auswählen, sodass er alle zu dieser Fläche gehörenden Kanten abrundet? Einfach zu treffen wahrscheinlich. Ob man die Fläche auch auswählen kann, um die Kanten abzurunden, ich glaube nicht. Also sagst du die untere Seite auswählen? 0,5 Millimeter. Was ihr auswählen müsst, um diese Kante abzurunden, ist die Kante, die ihr jeweils abrunden wollt. Also die Fläche oder die Kante? Die Kante. Nicht die Fläche auswählen, die ihr abrunden wollt, sondern die Kante. Also zum Beispiel auch diese Würfelkante hier. Kann ich genauso abrunden wie die von meinem Auge. Das ist der Füllradius, das ist dann nicht mein, sondern 0,5. Wie tief hätte ich das jetzt machen sollen? Das Auge. Wie tief dein Auge ist, ist Geschmackssache. Bitte? Okay.
Da habe ich auch Atom gedrückt, damit ist nichts passiert. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass ihr ein Auge habt und das Auge sieht so aus, dass es irgendwie flach ist und nicht besonders schön. Also ja. Ich stelle mir mal daran, dass die Fläche, das Loch nicht auf der Fläche ist. Nämlich die Fläche hier ist der Mund, ist nicht so schräg gestellt. Doch, schräg ist eigentlich der Mund. Die Ebene deiner Würfel, die Ebene schwebt ja darüber. Wenn das, der Kreis aus deiner Skizze als Loch nicht in deinem Würfel landet, dann probier mal deine Skizze auszuwählen. Also zum Beispiel in diesem Fall die Sketch 001. Die Fläche auszuwählen, wo dein Loch rein soll. Ja. Also, und dann dieses Tool zu benutzen, um die Skizze 001 oder wie auch immer du sie jetzt genannt hast, dieser Fläche zuzuordnen von dem Würfel. Wenn die Fehlermeldung ist No Face was selected, dann musst du zuerst die Fläche anklicken in deinem Objekt. Gut, gibt es noch jemanden, der noch keinen Würfel mit einem Auge hat? Das Abrunden kriege ich nicht hin, aber... Dankeschön. Ich sehe nicht, ob das abgerundet ist. Also ich finde das aushöchen. Ich finde die Linie nicht, die man das selecten kann. Die Linie, die ihr selecten könnt, am besten ihr scrollt sehr weit ran und die Linie ist dann hervorgehoben. Man muss auch relativ genau arbeiten. Das ist eine Linie, die von oben nach unten. Nee, das ist genau diese Unterkante von der Tasche, die ihr da erstellt habt. Die runde ich ab, sodass sie quasi nach innen abgerundet ist. Ja, irgendwas ist passiert. So, und dann ist die immer noch reingefräst und hast unten eine Halbkugel drin. Genau. Aber da könntest du die andere auf Null. Man kann auch das. Also den Radius dieser Abrundung angeben. In dem Fall ist es keine Halbkugel, weil es in der Mitte nicht trifft, sondern es ist ein Kreis, dann fängt die Rundung an und dann... Und dann kommt die Wand. Und dann kommt die Wand, genau. Ein versenkter Halbkugelschumpf. Genau, was man zum Beispiel auch machen könnte, ist eine Phase einzufügen. Das ist viel einfacher auszuwählen. Dafür könnt ihr nämlich die Fläche auswählen. Und das Phasentool, damit könnt ihr quasi die Innenwand von diesem Loch abschrägen. Und wenn ihr da jetzt 45 Grad auswählt, dann geht es so abgefahren trichterförmig da rein. Aber eine runde Phase kann er quasi nicht, also ich kann diese Wand nicht rund anfasen. Die Wand rund anfasen geht, glaube ich, auch. Solange man keine Sachen macht, die mathematisch irgendwie nicht funktionieren, so wie ich gerade. Wie kann man denn eigentlich nochmal dieses Verschieben machen, wenn man keine Maus hat? Verschieben? Hoch runter, also was du da mit der Hand machst. Mittlere Taste, die keine Maus ist, und Schandtaste. Mittlere Maustaste? Wenn ihr fiese Hacker seid, dann könnt ihr, um zu drehen und zu verschieben, auch immer zwischen Blender und CAD-Navigation hin und her wechseln. Mit dem einen drehen und mit dem anderen schieben. Und wenn ihr beide Maustasten benutzt, tut es nicht das gleiche wie die mittlere Schale. Gibt's das nicht irgendwie Edit? So. Geh jetzt mal davon aus, dass ihr einen Würfel mit einem Auge habt. Wenn ich da Rundungsparameter angebe für die Kante, erstmal setzt ihr das auf 1 mm als Standardwert, dann ist der ganze Würfel erstmal weg. Mache ich das kleiner, dann taucht der Würfel wieder auf, aber der Rundungsparameter wird überhaupt nicht angepasst. Ich kann den hinterher auch wieder groß setzen, der bleibt irgendwie bei 0,1 mm, dann, dass ich eine Rundung habe. Die Frage ist, was passiert, wenn man diesen Rundungsparameter ändert? Und in deinem Fall vermute ich,
dass du einen Wert eingetragen hast, der quasi eine Kollision erzeugt. Das heißt, die Rundung, die du angegeben hast, ist flach, aber es funktioniert nicht, weil du mit dem Rundungsradius nicht beide Flächen triffst. Und dann macht er die Änderung einfach nicht. Das zeigt er dann auch nicht an. Weil das wird dann auch nicht angezeigt, genau. Also ich kann das, ich habe mein Loch 0,3 mm tief und mache 0,3 mm Rundungsradius, dann müsste das ja eigentlich voll auslaufen. Das macht er nicht. Das wäre genau die Frage, wenn die Kollision da auftritt, muss der Durchmesser passen und die Tiefe. Und dann sollte es eigentlich funktionieren. Das ist 0,5 mm Radius, also ich sehe ja noch Rundgeflächer. Das da? Bei 2,9 geht es, aber wenn ich es quasi gleich mache, also ich müsste schon, glaube ich, 2,99 machen. Ich behaupte jetzt mal, es ist mathematisch nicht mehr drin. Es kann natürlich auch sein, dass das, was da jetzt passiert, eigentlich genau funktioniert, aber dein Rechner rechnet ja nicht mit Dezimalzahlen, sondern rundet das in irgendwelchen Floating-Point-Gelumps hin und her, dass es dann einfach schief geht. Gut. Um jetzt erstmal weiterzukommen, machen wir auf der anderen Seite die drei Punkte. So, dafür wählen wir eine andere Fläche aus und erstellen wieder eine Skizze. Und wir wollen jetzt eine Diagonale erstellen, auf der unsere drei Punkte liegen, für die drei Augen auf der Seite mit der 3. Und das allererste, was wir irgendwie machen wollen, ist die beiden Eckpunkte für unsere Diagonale finden und dafür die Eckpunkte vom Würfel zu benutzen. Und um Geometrien zu übernehmen, benutzt ihr dieses Tool. Das wählt ihr aus und dann könnt ihr Teile von eurem vorherigen Objekt anklicken. Also zum Beispiel diese Kante oder tatsächlich den Eckpunkt von eurem Würfel. Wenn dieses Tool grau ist, dann habt ihr noch keine neue Skizze erstellt, vermute ich mal. Und seid nicht im Skizzenbearbeitungsmodus. Diese Funktion funktioniert nur für die Objekte, die auf der Ebene sind, wo ihr gerade seid. Das heißt, man kann aber auch Projektionen machen. Wie das funktioniert, seht ihr an dem weitergehenden Part Design Tutorial, was ich am Ende verlinkt habe. So. Wenn man jetzt so einen Punkt anklickt, jetzt, ich habe jetzt mit dem Eck-Tool was angeklickt und was soll ich da machen? Create an Edge? Und was macht das jetzt? Was jetzt passieren soll, ist, dass ihr in eure Skizze, ich blende das Objekt mal aus, ihr braucht das Objekt natürlich, um das zu machen, bekommt ihr dann so eine lila Linie oder die Farbe kann auch abweichen, je nachdem, was bei euch eingestellt ist. Die Farbe signalisiert, dass das jetzt keine Linie aus eurer Skizze ist, sondern eine Linie, die sich auf eine externe Geometrie bezieht, also in dem Fall euren Würfel. Oder eben diesen Punkt, den Eckpunkt, der auch aus dem Würfel kommt und nicht aus meiner Skizze. Kannst du es nochmal ganz langsam? Eckpunkt, den
Ich mache das nochmal ganz langsam, Schritt für Schritt. Ich blende nochmal meinen Würfel ein, so wie er jetzt ist. Also, Wurzeln auf Sketch, damit du diesen Würfel jetzt und so kriegst, musst du auf Sketch 001 oder 2 oder. Nee, der Würfel. Du hast ja hier in diesem Menü. Sollte das jetzt ungefähr so aussehen? Es kann sein, dass dieser Würfel ausgeblendet ist, dann ist er da drüben grau und du siehst keinen Würfel. Du wählst den Würfel aus und drückst Space, dann kannst du deinen Würfel sehen. Dann wählst du eine Fläche aus und dann erstellst du eine neue Skizze. Wenn ihr nicht seht, was ausgewählt ist, solltet ihr auf längere Sicht die Farben umstellen. Nee, die frage ich. Es ist schon rot und grün und irgendwas anderes. Aber welche, was ist jetzt ausgewählt und was nicht, ist irgendwie nicht nachvollziehbar, weil irgendwie tausend andere Sachen auch grün sind. Das ist schwierig. Kommt sehr drauf an. Hast du jetzt die senkrechte ausgewählt oder hast du die nicht ausgewählt? Die Senkrechte ist nicht. Bei mir ist gerade gar nichts ausgewählt. Die Frage ist, woran sehe ich, was gerade ausgewählt ist und was nicht ausgewählt ist? Man kann die Farben umstellen. Es ist so, dass sich einige Farben ähneln. Im Standardfall werden Dinge grün, wenn man sie auswählt. Und das Grün unterscheidet sich ein bisschen von dem Grün, was die Koordinatenachse im Normalfall hat. Okay. Wie gesagt, es lohnt sich, die Farben alle mal umzustellen, aber das würde jetzt zu lange dauern, das einzeln zu machen. Es sieht auch bei mir wahrscheinlich ein kleines bisschen anders aus bei euch, weil ich schon ein paar Farben umgestellt habe. Genau. Im Zweifelsfall, wenn ihr euch nicht sicher seid, was ausgewählt ist und euch eure aktuelle Auswahl nicht ganz so wichtig ist, dann klickt ihr irgendwo ins Leere, dann ist nichts mehr ausgewählt und dann könnt ihr neue Sachen auswählen. Genau. Um jetzt Geometrien zu übernehmen, das erste ist, ihr klickt dieses Geometrien-Übernehmen-Tool an. Klickt dann die Geometrie an, die ihr übernehmen wollt, zum Beispiel die Seite von eurem Würfel, also die Kante. Ich mache es nochmal, genauso könnt ihr auch die Ecke von eurem Würfel übernehmen. Im Normalfall würdet ihr jetzt, so wie ich die Dreierlinie designen würde, die beiden Eckpunkte übernehmen. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie man eine Kante oder wie man eine Ecke übernehmen will. Das heißt, das kopiert aus dem, nimmt aus dem Würfel dann Punkte in meinem aktuellen Sketch. Genau, damit übernimmst du aus dem Würfel Punkte oder Linien oder Kreise in deine aktuelle Skizze, sodass du jetzt anfangen kannst und eine Linie ziehen kannst. Kann das sein, dass das noch gar nicht existiert jetzt, das Sketch, sondern das ist noch der sozusagen der Produktionsvorgang des Sketch-Erzeugens ist? Nein, die Skizze existiert schon, aber es ist quasi noch überhaupt nichts drin. Steht hier auch, empty Sketch. Ich habe jetzt Dinge übernommen aus meinem Würfel und kann jetzt anfangen, dass ich zum Beispiel eine Linie ziehen kann zwischen der einen Kante und oder der einen Ecke und der anderen Ecke. Dann am besten auch dafür sorge, dass diese Eckpunkte wirklich ein Punkt sind. Und ich wollte eigentlich erstmal die Ecke haben. Ich habe euch nur gezeigt, wie man die Linie übernimmt, falls ihr mal eine Linie übernehmen wollt. Ich schätze, wenn du die Ecken nicht übernehmen kannst, dass du sie einfach nicht triffst. Kann man sowas auf der Rücke nicht machen? Ich sehe die Elemente von dem Hintergrundteil gar nicht mehr. Sie sind dann rot, aber ich kann sie sehe nicht irgendwo in der Liste, dass ich die auch wieder löschen kann. Geht das oder muss man dann neu anfangen?
Denn die hast du ja überzeugt, die kannst du jetzt anklicken und löschen. Wenn du die übernommenen Dinge wieder löschen willst, kannst du sie anklicken und löschen mit der Entferntaste, genau. Wo? Das heißt, du klickst zum Beispiel diese lila eine Linie an und entfernen. Ach so, okay. Tauchen dann nicht links auf, okay. Kurze Zwischenfrage, hilft irgendjemand eine Maus? Ja. Weil ich hätte eine. Ich bei mir streite Installer, ich höre jetzt einfach zu. Okay. Wie ihr jetzt an dem Zustand bei mir gerade seht, ich habe eine Linie gemacht, habe die mit dem einen Eckpunkt von meinem Würfel verbunden und mit dem anderen Eckpunkt von meinem Würfel verbunden und sie ist völlig bestimmt. Ich brauche also nicht wie vorhin irgendwie mehrere Abstände festlegen oder so, sondern ich habe nur die beiden Punkte ausgewählt und meine Linie ist fix. Jetzt will ich aber eigentlich gar keine Linie auf meinem Würfel haben, sondern das ist nur die Linie, wo die drei Augen von der 3 draufkommen sollen. Deswegen nehme ich jetzt meine Linie und mache sie zu einer Hilfslinie mit dem letzten Tool in dieser Toolbar. In diesem Fall ist die Linie blau. Wenn euch das passiert, was hier gerade passiert ist, dass FreeCAD crasht, ist das ziemlich blöd, denn das Motto sollte dabei sein, oft speichern, leider. Meine nächste Frage wäre gewesen, wie der Zwischenspeicher? Automatisches Zwischenspeichern kann man vielleicht irgendwo anschalten, ich habe es normalerweise nicht. Ja. Ich habe aufgrund dieses Mechanismus auch schon mal mehrere Stunden Arbeit verloren. Es war sehr nervig. Die Linie zur Hilfslinie machen kannst du mit diesem Tool hier ganz rechts. Du wählst die Linie aus und machst die weiße Linie zu einer blauen. Oder kannst natürlich auch deine Hilfslinie nehmen und wieder eine richtige Linie draus machen. Nee, das zeigt mir vor allem, es wird keine automatische Constraint sein. Wie ich habe, mein Mausporter ist fast genau auf dieser Linie, also muss das. Von neu gezeichneten Kreis der Mittelpunkt auf der Linie sein. Irgendwo anders. Doch, diese automatischen Constraints gibt's. Sie sind vermutlich auch bei den meisten von euch angeschaltet. Das heißt, wenn ihr einen Kreis auf einer Linie anfangt, dann snappt der sozusagen daran und der Kreis wird automatisch auf die Linie gesetzt. Ich habe das Ganze ausgeschaltet, weil ich sehr oft an dem Punkt war, wo ich einen Kreis gemacht habe, der sehr dicht an der Linie dran war. Ich aber nicht mitbekommen habe, dass er nicht auf der Linie ist. Das heißt, man sieht normalerweise, dass der Mauszeiger sich ändert, um einem das anzuzeigen. Aber ich habe es trotzdem des Öfteren geschafft, da einen Fehler zu erzeugen, deswegen benutze ich das mittlerweile nicht mehr, sondern mache es manuell. Also kann ich jetzt einen Constraint definieren, um den Radius von diesem Block zu verbinden mit dem Block mit einem anderen Seite? Und dann kannst du die Linien. Aber du kannst soweit ich weiß, nicht so einfach den Radius von dem Kreis auf der einen Fläche mit dem Radius von dem Kreis auf der anderen Fläche verbinden, solange sie nicht auswählbar sind, weil sie gerade auf der gleichen Fläche liegen. Das heißt, es geht nicht. Wir haben jetzt ein Loch jetzt in der solchen und das andere in der Seitenfläche vom Würfel. Genau. Das wurde vorhin mit der Kantenlänge bereits als benannte Parameter angesprochen. Das ist wohl ein Tutorial. Okay, so dass man den benamen würde und dann könnte ich ihn zentral ändern. Genau. Genau das ist total nützlich. Ist aber komplizierter, deswegen nicht hier. Du meinst, man kann zwischen übernommene Linien einfach mit entfernen? Genau. Ja, man kann übernommene Linien, genau wie alle Linien, mit Entfernen-Taste entfernen. Das ist die Linie, die ich brauche, der weiß, wo der herkommt. Und überhaupt. Achso. Das ist der Mittelpunkt, der ist sehr gut. Wie soll es denn nicht in der Mitte vom Würfel? Du
das tue ich nicht. So. Ja? Gäbe es jetzt eine einfache Möglichkeit, das Auge, was wir schon eben gemacht haben, einfach da zu transferieren? Okay, die Frage ist, ob es eine Möglichkeit gibt, dieses Auge quasi zu kopieren in unsere andere Würfelfläche? Ja und nein. Beziehungsweise, ja, es gibt die Möglichkeit, das eine Auge auf eine andere Fläche zu bekommen. Zum Beispiel durch ein Rotationsfeature. Das heißt, ich würde mein eines Loch nehmen, das rotieren um eine Achse, sodass es genau auf der anderen Fläche landet. Und dann habe ich zwei Löcher, die entsprechend rotiert sind. Oder ich rotiere halt und setze das Loch an vier Stellen in meinen Würfel. Ich würde euch aber im Fall von, ihr designt gerade euren Spielewürfel, extrem davon abraten, das mit diesem Feature zu machen. Wenn ihr zum Beispiel, was weiß ich, ein Zahnrad bauen wollt, ist es total sinnvoll, das auf diese Art zu lösen. Genau für diese, ich übernehme diese eine Sache und übertrage die so aufgrund von Rotation, Verschiebung, Spiegelung, kann ich euch auch an dieses weiterführende Tutorial verlinken für Partdesign, was ich verlinkt verweisen, was ich verlinkt habe. Genau da wird nämlich das relativ stark gemacht. Hast du diese Löcher jetzt irgendwie verdoppelt erstellt oder hast du drei Kreise erstellt? Hier habe ich erstmal drei Kreise erstellt. Kann ich den einen, den ich erstellt habe, auch duplizieren? Man kann nicht so Copy und Paste-Style die Kreise kopieren. Okay. Genau. Wie, was? Nicht Copy und Paste? Was ist denn mit diesem AutoCAD-Tool im Kreis anordnen, wo man auch die Winkel angeben kann? Weil mir ist nämlich so, als würde man dann, wenn man ein FreeCAD was gebaut hat und eins verändert, damit automatisch auch die anderen mit verändern, das zum Bezug zwischen den Objekten. Genau. Also ist gerade angesprochen, dass es in anderen CAD-Tools Möglichkeiten gibt, zum Beispiel auf einem Kreis angeordnete Dinge so zu designen, dass man, wenn man eins verändert, alles verändern kann. Das geht mit FreeCAD auch. Ich habe am Ende der Präsentation dieses Part-Design-Tutorial verlinkt aus dem Wiki. Genau dort wird das auch erklärt. Das funktioniert auch. Allerdings habt ihr dann eine Skizze, in der dieses eine Feature erstellt wird. Was weiß ich. Ihr habt da irgendein Herz, das ringsrum an eurem Objekt als Banderole sein soll. Dann erstellt euch eine Skizze, wo dieses Herz drin ist. Extrudiert es zum Beispiel. Und dieses Ding, dieses eine Herz mit der Dicke, ordnet ihr dann auf dem Kreis an. Warum klappt das mal mit diesem Auto-Constraint, wenn man die Punkte da setzt und manchmal nicht? Ist da irgendwie eine Bedingung oder so? Die Frage ist, warum das Auto-Constraint manchmal gut funktioniert und manchmal nicht. Es hängt damit zusammen, dass du genau treffen musst. Und genau, dass es manchmal gut funktioniert und manchmal nicht, ist der Grund dafür, dass ich es nicht benutze. Weil wenn man sich darauf verlässt, dass das Auto-Constraint funktioniert und beim Klicken die Maus bewegt oder sowas und das Auto-Constraint dann nicht gesetzt ist, man aber davon ausgeht, dass der Punkt da ist, wo er sein soll, sucht man lange nach Fehlern. Ich habe mal eine Frage zu diesem Thema Würfelaugen machen. Also normalerweise würde ich eigentlich bei diesem Thema halt Rundungen haben wollen, überlegen, ob ich eine Kugel mache. Also erstmal das Gegenteil sozusagen, die reinschiebe und dann sage ich das Action rausnehmen. Geht das? Ähm,
die Frage ist, ob man auch ein Objekt bauen kann und dann eine Intersection machen kann, also einen Schnitt, eine Schnittmenge berechnen oder ein anderes Objekt aus einem Objekt rausnehmen. Sowas würde man mit OpenSCAD wahrscheinlich machen, das ist der Weg, den man da wählt. Das ist im Fall von FreeCAD eher, das ist nicht die Denkweise, die man dabei ansetzt. Es geht auch, ist allerdings jetzt wieder über das hinaus, was man mit diesem Part-Design macht. Also okay, war einfach dafür bräuchte man also, es ist eigentlich nicht eine der anderen Workbenches. Du hast diese Punkte noch nicht gleich verteilt, das kommt jetzt, oder? Genau, ich habe erstmal nur Kreise erstellt, die auf meine Linie gepackt und den einen in der Mitte noch auf diese andere Linie gepackt, weil ich beim Ich zeige Dinge meinen Ursprung irgendwie aus dem Würfel im Mittelpunkt rausgeschoben habe. Ah, okay, ich habe auf den Ursprung gepackt und dann wieder so. Genau. So, was ich noch gemacht habe, ist, ich habe alle meine Kreise angeklickt und gesagt, sie sollen den gleichen Radius haben. So. Jetzt kommt der interessante Part, wie verteile ich die da gleich? Du kannst sie gar nicht auf zwei Linien anbringen, ne? Entweder auf der Mittellinie, also auf der Diagonalen, oder auf der senkrechten. Zwei Constraints. Doch. Man, sagen, nee, also, aber mit dem Auto. Mit dem Auto-Tool. Das. Okay, mit dem Auto-Constraints kann man nur das auf eine Linie oder einen Punkt setzen. Das heißt, du kannst zum Beispiel deinen Kreis auf den Koordinatenursprung setzen, du kannst deinen Kreis auf die eine Linie setzen, du kannst deinen Kreis auf die andere Linie setzen, aber das auf den Schnittpunkt zu setzen, ist nicht so weit. Also ich hab's, wenn an dem Schnittpunkt ein Punkt ist, geht's. Wenn da kein Punkt ist, geht's nicht. Und wenn man den hoch auf und zu zieht, dann zeigt er einmal an 0,4, 0,5, 0,6. Und ich sehe aber, dass er dann immer, also dass er größer und kleiner wird und also, wie soll ich das ausdrücken? Diese nach der 0,5, die Ziffer, die Stelle nach der Stelle hinter Komma, also nicht 0,5, 0,6, sondern die 0,66 oder 0,67, ist die da, wird die beachtet oder wird die nur nicht angezeigt? Also wenn ich den jetzt von Hand aufziehe, den Kreis, und auf 0,5 auf 0,5 aufziehe, ist das dann auch 0,5 oder kann das 0,55 sein oder 0,54 oder? Okay, die Frage ist, wenn du diesen Kreis von Hand größer und kleiner machst, oder alle Kreise wie bei mir, weil sie sind ja gleich groß, kriegst du eingeblendet, wie groß die gerade sind. Ja, ich sehe halt, dass, wenn ich habe ziemlich nah angesucht und ich sehe, dass der Kreis größer und kleiner wird, aber die Zahl bleibt bei 0,5. Die Zahl, die du da anzeigst, ist so ungenau, wie sie da steht, weil um das Ganze festzulegen, solltest du sowieso einen festen Radius eintragen. Das ist auch das, was du auf jeden Fall machen solltest. Du kannst dir natürlich auch auf diese nicht so genau festgelegte Größe ziehen und dann irgendwie locken. Er sagt halt 0,5, aber man kann sich da nicht darauf verlassen. Wenn man dann genau drückt, dann steht auf immer 0,53. Wie ich schon gesagt habe, ihr sollt darauf achten, dass das immer voll bestimmt ist. Das heißt, ihr zieht nicht den Kreis auf die passende Größe, sondern ihr setzt ein Constraint und sagt, der Kreis soll diese Größe haben. Es sorgt auch dafür, dass ihr am Ende eure Skizze nehmen könnt, die richtigen Constraints einblenden könnt und die jemand anderem gebt, dem ihr dann, was weiß ich, eine Bohrmaschine und eine Stichsäge gebt und der baut euer Teil, weil das einigermaßen menschenlesbar wie eine technische Zeichnung aussieht. Ja. Warum haben die Gleichheitskonstruktions unterschiedliche Indizes? Du hast sie doch alle drei auf einmal ausgewählt. Oder steht 7 oder? Ach so, weil der mit der kleinsten meines Erachtens ist das maßgeblich. Wie kann das sein? Die Frage ist, warum gibt es mehrere Gleichheitskonstruktions, obwohl ich eigentlich drei Sachen ausgewählt habe und die gleich sind? Das liegt daran, dass es ein Convenience-Feature ist,
dadurch, dass Gleichheit transitiv ist, werden einfach mehrere Gleichheiten angelegt. Das heißt, der obere ist gleich zum mittleren und der mittlere ist gleich zum unteren. Das sind zwei Sachen, die angelegt werden. Aber dadurch sind halt alle gleich. So. Ich lege mal noch für meine Kreise einen Radius fest. So, jetzt wollen wir festlegen, wo diese Kreise sein sollen. Ich kann jetzt zum Beispiel aus meinem ästhetischen Empfinden festlegen, dass der 5 mm horizontalen Abstand von meinem Mittelpunkt haben soll. Ich könnte mir auch den Mittelpunkt von dieser Linie konstruieren und sagen, der soll immer genau in der Mitte zwischen der Ecke und dem Mittelpunkt sein, oder einen Hilfskreis machen, der soll für alle Würfelflächen einen bestimmten Radius haben und alle Augen liegen dann auf diesem Hilfskreis. Die Entscheidung ist da völlig euch überlassen. Also im Prinzip so ein Sketch ist ja alles Hilfslinien letztendlich, oder? Oder gibt es einen Unterschied zwischen Linien und Hilfslinien hier jetzt? In dem Sketch gibt es auf jeden Fall einen Unterschied zwischen Linien und Hilfslinien. Und zwar ist es so, die Linien in dem Sketch sind das, was am Ende auch übernommen wird in euer Loch oder eure Tasche oder sowas. Wie entscheidet das, wenn die Hilfslinie anlegen? Und die Hilfslinien werden nicht übernommen. Das heißt, diese Linie, die da quer durch euren Würfel geht, wenn ihr die nicht zu einer Hilfslinie macht, dann werdet ihr den Fehler bekommen, dass das keine geschlossene Fläche ist. Wie mache ich die zur Hilfslinie? Die Linie zur Hilfslinie machen kannst du mit diesem ganz rechten Tool. Du pickst die Linie an und machst es damit zu einer Hilfslinie. Also ein Tool neben dem. Ah, okay. Du könntest zum Beispiel auch. Ich wollte mir jetzt gerade quasi zwei Linien machen, die von außen, die vom Zentrum zu meinen Punkten führen, die gleich lang sitzen. Ich skizziere dir hier mal ganz kurz sowas. Wo klar ist, wofür du die Hilfslinien brauchst. Mir ist schon klar, dass der Unterschied ist. Ich wollte nur. So. Die anderen werden übernommen und die werden dann nicht übernommen. Genau. Aber ich lege die einfach an und mache sie dann zur Hilfslinie. Genau. Also es gibt jetzt für die Skizze für dich erstmal keinen Unterschied. Was dann übernommen wird, ist wichtig. Ich entscheide, ich nachher alles zur Hilfe mache, was ich nicht. Und du brauchst das Ganze, weil du halt Linien in deiner Skizze haben kannst, die du nicht übernehmen willst, weil sie deinen geschlossenen Linienzug kaputt machen. Hier wäre zum Beispiel nicht klar, ob jetzt die Fläche das ist, was ich haben will, oder die kleinere Fläche hier, oder das ganze Ding, oder was auch immer. Wenn ich jetzt die Linie hier zur Hilfslinie mache, dann ist es wieder klar, dass das hier außenrum meine Kontur ist, wo ich eine Tasche bauen will oder sowas. So. Ich habe jetzt mal festgelegt, dass mein Punkt einen festen Abstand vom Mittelpunkt haben soll und dass die beiden Punkte symmetrisch sein sollen zur Mittellinie. Und damit habe ich meine drei Würfelaugen. Das sind symmetrisch gemacht. Bei denen, die ist noch nicht gefixt, dass sie in der Mitte oder so. Aber du auf 5 mm gesetzt hast, sind sie jetzt fest. Genau. Wenn du deinen Würfel jetzt vergrößern würdest, würden sie dir entlaufen. Nee, die würden doch immer. Wenn ich meinen Würfel jetzt größer mache, dann bleiben sie immer noch in der Mitte von der Würfelfläche und bleiben immer noch so klein. Und sie bleiben aber vor allem auch 5 mm weg vom Zentrum. Und sie bleiben auch 5 mm weg vom Zentrum. Ich könnte gerade mit zwei Hilfslinien machen und sagen, das ist gleich weit zur Ecke wie gleich weit zum Zentrum, dann würden sie sich mitbewegen. Das war jetzt mein genau, Ansatz. Ich könnte auch den Punkt, den Abstand zur Ecke setzen, dann würden sie sich mit der Ecke mitbewegen.
nehmen. Ich will jetzt eine Linie im Widerstand machen, Punkt zur Ecke und eine Punkt zur Mitte und die gleich lang setzen. Dann wäre der Kreis immer in der Mitte, zwischen Mitte und genau, Ecke. Das geht und dann würde er mit dem Würfel mitwachsen und immer... Man kann sich auch quasi einen Mittelpunkt von dieser Linie konstruieren und dann würde das Auge quasi immer in der Mitte bleiben. Ja. Das ist wieder eine Stelle, wo man sagen kann, es gibt 1000 Wege, die nach Rom führen, mindestens. Und es gibt auch 1000 Dinge, die man tun können möchte. Ja, und ich finde, diese 10 und die 5 kennen jetzt die Redundanz vor, weil dein Ziel ist ja, dass der in der Mitte der Fläche liegt, letztendlich. Und nicht, dass er 5 mm in Abstand vom Zentrum liegt. Es ist da immer so ein bisschen die Frage zwischen Aufwand und Nutzen. Wenn du jetzt nur einen Würfel bauen willst, dann würde ich dir empfehlen, da einfach einen festen Abstand zu geben, wo du weißt, es passt. Ja gut, dass man mal größer machen möchte, ist eine übliche Anforderung. Wenn du das Projekt so machen, wenn du das Projekt, du hast deine Würfelfabrik im Kopf, die parametrische Würfel bauen kann automatisch, dann musst du es so konstruieren, dass es in der Mitte ist. Ich habe im Kopf, ich Design nehme, natürlich noch auf den Drucker und stelle fest, das dauert viel zu lange, ich will nur halb so gut. Und dann, von daher, genau. Ja. Also der Punkt ist jetzt gleich. Gut. Dann nehme ich jetzt mal meine Fläche und mache da die nächsten drei Augen. Kannst du für die Tasche auch eingeben, sowas wie gleich 1 durch 3? Ich kann so Formeln eingeben, überall eigentlich in den Eingabefeldern. Das heißt, wenn ich jetzt in meiner Skizze bin, dann kann ich zum Beispiel den Durchmesser hier nehmen und weiß, zum Beispiel M3-Durchgangsloch hat 3,2 mm Durchmesser und ich brauche den Radius, deswegen teile ich es durch 2. Dann tippe ich so pythonisch die Formel da ein und kriegt es dann berechnet. Was noch nicht so toll ist, ist, dass man es nicht angezeigt bekommt. Also du bekommst dann nur noch den Wert angezeigt. Man würfelt als Würfel, damit auf jede Seite gleich oft erscheint, weil gleiches Gewicht maximieren. Ja. Ich muss den Punkt. Das fragt man nicht. Ja. Wenn man das natürlich dann ändert, dann hat man auf einmal ein anders großes Loch. So. Nachdem wir jetzt 2 Flächen von diesem Würfel gemacht haben, wird es relativ repetitiv. Weiß jetzt erstmal jeder, wie er so grundsätzlich seinen Würfel bauen würde. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt über zu dem Kameraden hier. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich vorschlagen, ihr stellt jetzt nochmal kräftig Fragen und wir machen einfach, da der Raum hier nach nicht belegt ist, diesen Schneemann für alle, die noch Lust haben. Ihr solltet mir griffen. Ja. Hast du den gedruckt, hast du den? Oder? Dieser Schneemann ist einfach ausgedruckt. Ja. Und danach habe ich die Schrauben durchgeschraubt und die LEDs durchgesteckt. Und wenn ich aber den sketchen würde, könnte ich aber auch als DXF exportieren und lasern. Ja, wenn man das 3D-Modell M hat, kann man auch DXF erzeugen, zum Beispiel, um es zu fräsen oder zu lasern. Also oder ich, als 2D-Modell, also ich kann so ein Sketch auch als 2D-Modell einfach direkt verwenden, genau. Um die dritte Dimension zu versetzen. Was sehr gut funktioniert, ist die Skizze zu exportieren. Was leider nicht so gut funktioniert, ist die Fläche auszuwählen und zu exportieren, weil der Export einen Bug hat, der die Kreisbögen in indeterministische Richtungen lenkt. Das heißt, wenn ihr so zwei Linien habt, die durch so ein Bogensegment verbunden sind, dann passiert es leider relativ häufig, dass der Bogen in die falsche Richtung außenrum geht.
Das heißt, da hängt dieser Kreis quasi aus Klotz außen rum, obwohl er eigentlich innen sein sollte. Das ist auch ein offizieller Bug, im offiziellen Bug-Tracker, wo direkt der Workaround daneben steht, wenn du jetzt diesen Anwendungsfall hast. Du kannst mit dem... du kannst mit einem Tool aus dieser Fläche eine neue Skizze erstellen und mit dieser neu erstellten Skizze kannst du dann den Export machen, der auch funktioniert. Wenn du jetzt den Lasercutter zufällig gerade rumstehen hast und deinen Würfel Lasercutter nimmst. Wenn den Würfel nicht über den Schnee, man den Lasercutter. Aber auch eher Quadrat, also so. Sechs Fässer reicht. Der Cheese Loss. So. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, gibt es noch Fragen? Jo. Wie könnte man jetzt ökonomisch übernehmen, um eine neue Seite anzulegen? Angenommen, man möchte jetzt fünf Augen machen, könnte man irgendwas wiederverwenden? Also ohne dass man das spielt, irgendwas mit der Hilfslinie, könnte man die kopieren auf eine neue? Es gibt auch wieder verschiedene Wege, was du zum Beispiel machen kannst, was ein übler Hack ist. Du kannst jetzt diese Skizze nehmen, wo die drei Augen drauf sind, kannst die kopieren, kannst die hier wieder einfügen. Du kannst die Skizze in einer anderen Fläche zuordnen. Kannst dafür sorgen, dass sie auf dieser Fläche an der richtigen Stelle landet. Und kannst da jetzt sofort wieder deine Löcher reinmachen. Das geht. Ist aber insofern übel, dass du hast ja gesehen, ich habe nicht die korrekten Dinge übernommen. Und das verleitet sehr dazu, Quatsch zu machen. Und du hättest sie ja auch einfach wieder verankern können an dem Punkt da oben und dann jetzt eine gute Idee. Genau. Wie gesagt, es verleitet dazu, Quatsch zu machen. Ihr habt es bei mir vielleicht schon gesehen, das dauert eigentlich nicht so lang, wenn man schon ein bisschen Übung hat. Dann geht es auch ruckzuck, sowas zu bauen. Ja, gut, nur einmal die 5 bauen und dann jemand weglöschen, weil ich nicht brauche, geht sicher schneller als 6-mal. Ja. Man Skizzen kann ich nur Planarflächen machen, nicht ausgedruckte Flächen. Da bin ich ehrlich gesagt völlig überfragt, ob man Skizzen auch auf gekrümmten Flächen anlegen kann. Oh, prima. Auf einer Kugel. Weil ich das noch nie irgendwie sowas gebaut habe. Was ich schon gebaut habe, war so ein Flansch für einen Staubsaugeranschluss auf einem Eimer, der ja auch eine gekrümmte Fläche hat, wo ein definiertes Loch rein muss. Sofern man irgendwie die Möglichkeit hat, dann sucht man sich eine gerade Fläche aus und macht es so, dass halt in der Projektion auf der nicht geraden Fläche dann das Richtige passiert. Dann beenden wir das an der Stelle. Du wisst erstmal nur, wie man einen Würfel baut. Und wir machen jetzt einfach hier noch weiter und ich zeige euch, wie man auch noch einen Schneemann bauen kann, wenn ihr das wollt.